Hallo miteinander, mein Name ist Andreas Bächli, ich komme aus Würelingen. Hallo zusammen, ich bin Dani Bracher. Ich komme ursprünglich aus Strengelbach, bin dort aufgewachsen, bin auch dort in der Schule. Das liegt auch im Aargau. Ich bin freischaffender Künstler. Ich bin Theaterschaffender, Kunstschaffender, ich mache Bühnenbilder, Lichtdesign, bin Schauspieler, bin Papi und ich mache alles gerne, was ich gerne mache und was ich nicht so gerne mache, mache ich überhaupt nicht gerne. Eure Lehrer haben ein bisschen ein Geheimnis daraus gemacht, was nach der Sportferien passiert. Und es wird passieren. Der Res und ich bringen einen grossen Teil von unserem Atelier bei euch an die Schule und installieren uns dort fest, so dass wir miteinander arbeiten können. In dieser Collagenarbeit, die ich jetzt im Moment mache, das sind viele Schneidarbeiten, sehr viel mit Sujets aus der Natur arbeiten, Vögel, Materialien aus der Natur suchen, Vögel, und probieren dort wieder eine Gesamteinheit, etwas Homogenes daraus zu machen, etwas, wo am Schluss wieder etwas Neues ist, für sich steht. Ich bin hier gerade ein bisschen am Collagen machen, durch ein bisschen von Vögeln will ich nur die Flügel. Vögel. Das ist das, was mich im Moment sehr stark interessiert. Und sonst probiere ich einfach alles aus. Es ist so ein bisschen wieder das Forscher-Ding. Es gibt das auch in der Kunst, dass man immer weiter forscht, etwas Neues probiert zu erstellen. Aus etwas, das vielleicht für andere Leute gar keinen Wert hat im ersten Moment. Ja. Also aus wertfreien Sachen Wertvolles zu machen wieder. Aus Sinnlosen etwas Sinnvolles probieren zu machen, ist auch ein netter Versuch natürlich. Aber das gelingt ja auch nicht immer. Res? Ja. Dani? Was macht der Bühnenbildner? Ein Bühnenbildner tut Bühne, oder man sagt eben auch Szenografie, herstellen, die man auf einer Bühne hat. Also wenn eine Geschichte auf der Bühne erzählt wird, braucht es auch noch eine Umgebung. Oder es braucht einen Raum, es braucht einen Ort, wo die Geschichte gespielt wird. Und der Bühnenbildner entwirft eigentlich den Ort und den Raum auf der Bühne. Wir sind jetzt hier bei mir im Theater Marie, bei der Probebühne, und ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie das bei uns aussieht. Hier wäre natürlich das Kassenhütte, da natürlich zwei Kassen hinten, das ist für uns alles klein. Genau, und wir machen hier das Büro, und das Büro ist gerade da. Hier haben wir unsere Zeit, unsere Gespräche und unsere tägliche Arbeit. Und wir sind hier, und wir machen hier. Hier ist das Büro, also uns, aber auch die Finanzabteilung, das Büroabteilung. Das ist ein altes Kino. Und darum hat es hier noch die Kinostühle drin. Und wir können auch spielen, wenn wir noch selber gehen, wenn wir es ausgerichtet ist. So sieht es aus, nachdem wir irgendwo gespielt haben, wird alles aus dem Auto ausgeladen und anstellen. Und dann wird es verräumt, hinten ist es egal, oder oben ist es egal. Und wir sind dazwischen vor 4 Minuten gespielt, solange wir haben dürfen, vor dem Lockdown quasi. Und jetzt ist das Zeug hier alles da gestrandet, weil wir jetzt nicht mehr gross arbeiten können und auch gerade die Ferien ist. Und wir sind wahrscheinlich länger nicht mehr arbeiten, wenn wir das mal anschauen, sonst nach der Ferien das ganze Zeug können wir aufräumen. Technische Sachen. Und hier ist die Bühne, Probebühne, also die Probe, da haben wir das Probebühnebild drauf. Wir sind einiges, also es gibt vielleicht einiges im Jahr eine Veranstaltung, wo die Zuschauer sind, ansonsten ist es eigentlich eine Probebühne. Wir dürfen dann gerne dann hier ankommen, mal am 11., nein, am 14. Januar kommen wir zu mir hier an und dann können wir da drauf mal etwas ausprobieren und dann kann ich euch ein bisschen zeigen, wie ich arbeite und was ich arbeite und was ich mache. Und dann dürft ihr gerne an mich fragen, was ist und wo was ist. Ha. Wir sind jetzt hier bei mir im Atelier. Ihr habt gesehen, dass ich hier am Collage machen bin. Das ist eine grosse, die ich dran bin. Da habe ich ein grosses Blech genommen, habe das zuerst mit Spraydosenfarbe besprayt. Und dann habe ich angefangen auszulegen, ausschneiden aus verschiedenen Büchern. Das sind meine Quellen. Da nehme ich meine Bilder her. Und manchmal tue ich dann auch wieder reinmalen. Dann fange ich angefangen Wolken reinmalen bei Bildern oder so. Hobbys habe ich fast keine, weil alles, was mein Hobby ist, ich eigentlich mache. Sie sehen überall Material rum. Das sind Sachen, die ich brauche, zum gestalten. Hobbylos.
sind das? Das sind aus Silva Bildbücher. Das sind sehr schöne Bilder. Die tue ich dann wieder neu auseinandernehmen, das heisst verschneiden und zusammensetzen, sodass es ganz neue Bilder gibt. An Steindosen, dann tue ich grossflächige bunte Sachen. Mache ich im Moment ganz bunte farbige Sachen. Was ist das da oben? Da? Das sind, ist ein Ehepaar. Und ihr könnt aussuchen, welches das Frau und welches der Mann ist. Das müsst ihr selber entscheiden. Was ist das da? Das ist Gipsei. Aber keine Ahnung, für was das gemacht worden ist. Und das ist der Kollege von diesen Zwillingen. Und die Figur heisst, ich habe keinen Vogel mehr. Wo ist der Vogel an? Der ist in Freiheit. Okay. Und jeder, was heißt das da? Das sind für mich auch eine Art Collage, das sind dreidimensionale Bilder. Das sind ganz verschiedene Sachen. Da von einer Telefonengabel, ein Objekt, das ich gefunden habe mit 10, eine Kegelkugel bzw. eine Bowlingkugel. Das war von einem Schneidgerät, von einem Gartentrimmer. Und da hat es doch Knochen, Porzellan. Und für mich hat der eben ausgesehen wie ein Panda, wenn man ihm zumindest ins Gesicht hinschaut. Wir freuen uns sehr auf euch im Schulhaus Mühletal nach der Sportferien sind wir bei euch an der Schule oben mit unserem Atelier. Jetzt weiss ich auch nicht mehr, was sagen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.